die deutschen Talks umgekehrt auf Englisch. All right, hello and welcome. You're listening to the translation of the Lightning Talks Day 4 at the 32nd COS Communication Congress. Just like the last days, we're going to translate on this channel. We're going to be translating German talks into English and vice versa. And now I'm going back to German because the introduction is in English. Ja, jetzt wird hier gerade nochmal der Zeitgeber erklärt. Also jeder Sprecher hat 5 Minuten. Die ersten 4 Minuten lang ist alles grün. Ihr braucht euch nicht anzustrengen. Und es geht weiter nach oben, bis es dann ganz oben ist. Und dann habt ihr, wenn es so aussieht, habt ihr noch 1 Minute übrig. Und in der letzten Minute fängt es dann an, gelb zu werden, von unten nach oben. Und dann habt ihr 30 Sekunden lang gelbes Licht. Und wenn es rot wird, dann habt ihr nur noch 30 Sekunden. Und wenn das rote Licht dann ganz oben ist, dann wisst ihr, ja, also wenn es so aussieht, dann zeige ich dem Publikum hier dieses Symbol. Und dann müsst ihr bei... Ja, also wir fangen bei 5 an. Also wir fangen bei 5 an. 4, 3, 2, 1. Ja, ganz großartig. Ich denke, damit können wir arbeiten. Es ist Tag 4, also jetzt sind alle schon ein bisschen müde. Also wenn ihr Sprecher seid und ihr wisst nicht, wann der Talk ist, dann könnt ihr auf dem Miro-Wiki nachgucken, denn das andere Wiki ist mal wieder ein bisschen unstabil, konnten wir wieder nicht aktualisieren. Das Miro-Wiki, da geht ihr einfach auf die Lightning-Talk-Seite und dann könnt ihr sehen, wann eure Zeit ist. Also bitte setzt euch ganz nach vorne hin, wenn ihr Sprecher seid, besonders wenn ihr wisst, dass euer Talk bald anfangen soll. Und sobald der vorherige fertig ist, tauscht diesen Klicker aus. Das braucht ihr, um dann die Slides weiterzudrücken. Also ja, bitte drückt auf den rechten Knopf, denn sonst passiert das. Ja, also der schwarzes Bildknopf ist relativ klein, also ihr solltet da keine Probleme haben. Es ist ganz wichtig, dass ihr ins Mikrofon redet und euch nicht umdreht und die Slides anguckt, denn sonst kann man euch nicht verstehen. Und vor allem die Leute auf dem Stream, das ist natürlich nicht toll, wenn die gar nichts hören. Also ihr könnt eure Slides da unten auf dem Monitor sehen und auch den Zeitgeber. Also ihr seht genau dasselbe Bild, was es da oben auch gibt. Ja, vertraut wirklich dem Monitor, es ist wirklich dasselbe Bild wie da oben. Das ist euer Freund. Also das Mikrofon und der Monitor, das sind eure Freunde. Also weil das Wiki nicht online war, habe ich nicht die Beschreibung für alle Talks. Also wenn ihr wollt, dass das irgendwie für zukünftige Generationen mit aufgeschrieben wird, versucht das eine Seite im Wiki zu erstellen. Aber also heute Morgen hat es nicht funktioniert, aber versucht es immer wieder. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kann ich es später auch mit einfügen. Und dann haben die Leute einen Link und können da draufklicken und an die Informationen und die Beschreibung für euren Talk angucken. Also wenn ihr das machen wollt, dann versucht einfach so eine Lightning-Talk-Seite im Wiki zu erstellen. Ich denke, nach dem Kongress wird es auf jeden Fall noch ein paar Tage online sein und bearbeitbar. Es gibt auch Übersetzungen. Wenn ihr das hört, dann habt ihr das schon rausgefunden. Also die Deck-Nummer für die Übersetzung ist 8014. Und ja, wir werden uns bemühen, alles zu übersetzen. Und jetzt wird für die Übersetzer applaudiert. Da freuen wir uns natürlich. Herzlichen Dank. Ja, vor allem bei den Lightning Talks mit den ganzen verschiedenen Themen. Also jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Okay, jetzt beginnen wir mit dem ersten Talk. That's a nice start. Is the talker here? Und das ist die geografische, die räumliche Verbreitung von Hackathons für Studenten. Ja, yeah, yeah, some karaoke here. Ja, wie wär's mit ein bisschen Karaoke? That's a bit sad. So das ist ein bisschen traurig. Okay, ich glaube, der Sprecher ist nicht aufgetaucht. Das ist schade. Ja, es wäre irgendwie dumm, jetzt 5 Minuten zu warten. Also dann, glaube ich, machen wir einfach weiter. Maybe he got stuck in an elevator. Or maybe he didn't get a ticket. Maybe.
Ja, also vielleicht ist der auch im Aufzug stecken geblieben, aber ich glaube, das war jemand anders. Na gut, dann geht's jetzt weiter mit Pearl 6. Also das wird euch vielleicht überraschen, aber ja, also jetzt ist Pearl 6, bist du da? Klasse. Ja, hallo. Hallo Pearl-Fans. Ich bin Ingo und ich will euch überzeugen, dass Pearl 6 eine hübsche und eine großartige Sprache ist, die man sich anschauen sollte. Also lass mich gerade nochmal anmerken, ich bin eigentlich kein Pearl 6 Entwickler, aber ich war mal einer. Vor 10 Jahren habe ich einen Talk gemacht in einer regionalen Linux-Konferenz, die hieß Pearl 6 genau jetzt. Und ich gebe gern zu, das war vielleicht ein bisschen voreilig, aber es war halt ein Spaßprojekt damals und wir haben versucht, einen Pearl 6 Compiler in Haskell zu bauen. Das war von meinem persönlichen Helden Audrey Tang, aber das war wirklich großartig. Aber ich möchte jetzt auch sagen, dass Pearl 6 und GNU Herd leider nicht gleichzeitig erscheinen werden. Also nachdem wir jetzt jahrelang gesagt haben, dass Pearl 6 irgendwann mal zu Weihnachten released werden wird, hoffen wir sind jetzt, also hoffentlich seid ihr genauso glücklich wie dieses Kamel, denn das wurde jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht. Also Pearl 6 ist auf dem Quelltext-Level nicht kompatibel mit Pearl 5, aber ihr könnt natürlich trotzdem die Interpreter benutzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ein kurzes Beispielprogramm. Also in Zeile 2 habt ihr normalen eine Ausgabe. Und aus Zeile 3 könnt ihr sehen, alles ist ein Objekt, genauso wie in Python oder Ruby. Also ihr könnt auch objektorientierte Notationen benutzen oder eben prozentuale Darstellungen wie in Zeile 2. Und dann gibt es eine Vorschleife, wie in Ruby, da gibt es jetzt einen Parameter i und der wird in die Vorschleife reingepackt. Das ist nichts Magisches, ihr könnt das einfach aufrufen. Das sind einfach spezielle Unterroutinen, die das dann erledigen. Und in Zeile 10 seht ihr, dass Pearl 6 immer noch operatorbasiert ist. Also es gibt immer noch einen grundsätzlichen Weg, wie man neue Operatoren aus alten herstellt. Und das nennt man Hyperoperator. Also wenn ihr einen normalen Operator habt, also zum Beispiel den Sternchen, dann könnt ihr da Klammern außenrum machen. Und dann ist es ein Operator, den man auf eine Liste anwenden kann. Und das wird dann auf immer paarweise auf zwei Elemente aus der Liste angewendet. Das ist eine nette Möglichkeit, wie man das in Pearl 6 machen kann. Und in der letzten Zeile seht ihr dann, wie man auch neue Operatoren aus bestehenden herstellen kann. Und das ist ein Operator, um komponentweise Additionen herzustellen. Also 1 plus 4, 2 plus 5 und 3 plus 6. Also so macht man Objektorientierung in Pearl 6. Also ihr habt ein Klassen-Keyword, ihr habt Ableitung, ihr könnt Zugriffsmethoden definieren und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch automatisch generierte Getter und Setter erzeugen lassen und in Zeile 3 seht ihr Subtypen. Also der Name sollte nur aus Großbuchstaben bestehen. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch einen Namen an so einen Subtyp geben und das mehrfach benutzen. Und man kann auch Typen definieren, aber eben nur auch, wenn ihr wollt. Und das nennt man dann Gradual Typing. Und ab Zeile 6 seht ihr, dass auch Argumente ordentlich gepasst werden. Also ihr könnt hier verschiedene Parameter übergeben, auch mit dem Fragezeichen markieren, dass die optional sind. Und ihr könnt auch Parameter Namen geben. Also das ist eine ganz nette Sache. Und letztendlich möchte ich noch auf die Regeln hinweisen. Regeln sind sowas ähnliches wie reguläre Ausdrücke. Und der Hauptunterschied ist zuerst, die ignorieren Leerzeichen. Also ihr könnt da jetzt Leerzeichen und Kommentare einbauen, sodass man die quasi besser lesen kann. Und wenn der Treffer funktioniert, also wenn ihr die anwenden könnt, dann gibt es nicht nur Gruppen, also 1, 2, 3 und so weiter, sondern ihr kriegt den kompletten Parse-Tree. Also ihr könnt damit dann direkt in eurem Prozess weiterarbeiten. Also das war's. Ich hoffe, ihr seid überzeugt, dass Pearl 6
Also, dass ihr es euch zumindest anschaut. Es wurde lange entwickelt und jetzt könnt ihr es benutzen. Herzlichen Dank. Thanks a lot. Ja, herzlichen Dank. Wir machen jetzt einfach mit dem nächsten Talk weiter. Wir haben viel Zeit heute, weil der eine Talk gecancelt wurde, also können wir uns einfach zurücklehnen. There you go. Los geht's. Ihr müsst wissen, dass diese Programmiersprache ist sowas wie ein besserer Rechner. Du musst 2 plus 3 in den Terminal montieren. Eingeben. Okay, du musst immer noch Enter drücken, hat Python erklärt. Oh wow, hat Monty darauf reagiert. Oh, yeah. Also ihr wundert euch vielleicht, was hier gerade passiert. Das war eigentlich nur ein kleiner Ausriss aus meinem Buch. Ich mache gerade ein Open-Source-Buchprojekt unter der Creative Commons Lizenz, Share-Alike-Lizenz. Und das habe ich zusammen mit Ingo Blechschmidt gemacht. Das ist der Perl-Fanboy, der gerade den Vortrag gehalten hat. Ja, also was ist die Idee dabei? Programmieren macht viel Spaß und sehr kreativ. Und Kinder sollten das wirklich lernen. Und ich schreibe so ein Buch, damit sie früh anfangen können zu programmieren. Und die Zielgruppe sind Kinder aus der 5. oder 6. Klasse. Und das ist also nicht nur ein Non-Fiction, sondern das hat auch eine lustige Fantasiegeschichte mit drin. Und in jedem Kapitel gibt es viele Übungen, die die Kinder machen können. Und am Ende ist das Ziel, dass die Kinder ein kleines Projekt machen sollten, das sie dann den Freunden zeigen können. Also ich kann euch ein paar Bilder zeigen, die ich gemalt habe. Das ist die Heldin des Buches, das ist Monty. Sie ist nur ein ganz normales Mädchen, die liebt Mathematik und Logik und auch Würmer und Regen. Und sie hat ein nettes Leben, aber plötzlich kommen Aliens vorbei und nehmen sie gefangen, weil die haben wirklich Probleme. Die hatten nur einen Programmier-Alien und das ist verloren gegangen. Und jetzt muss Monty die ganzen Probleme lösen, weil das Weltraumschiff ist kaputt gegangen. Und der dritte Charakter, das ist ein Socken. Sie nennt sich selbst Python oder Pi und sie glaubt, sie ist eine gefährliche Schlange, aber in Wirklichkeit ist sie das natürlich nicht. Und sie ist in der Lage, diese gelesene und gesprochene Sprache der Aliens zu verstehen, denn sie kann das, ist ganz praktisch, so kann sie Monty übersetzen. Das sind die Hauptcharaktere und die haben also viele Geschichten zu erzählen in dem Buch. Und hier ist ein Beispiel von einer so einer Aufgabe in dem Buch, wo man einfach nur Werte austauscht von Variablen. Es soll den Kindern beibringen, dass man Variablen sinnvolle Namen gibt. Also ich bin ganz gut in der Zeit. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Das Zeug gibt es auf GitHub, das könnt ihr euch anschauen. Aber aktuell ist es nur auf Deutsch. Also ja, herzlichen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Habt einen großartigen letzten Tag auf dem Kongress. So, als nächstes moderne Sicherheitsmodelle für Betriebssysteme. Das ist wieder in 16:9 für die Videoleute, glaube ich. Sieht so aus. Oder doch nicht? Oder doch? Also in 16:9 heute. Okay, danke. Ich möchte euch was zeigen, und zwar moderne Sicherheit für Betriebssysteme. Und wie man sehen kann, benutzen wir ganz viele sogenannte smarte Geräte und haben mehr und mehr Daten darauf, und diese Daten sind sensitiv und wir müssen sie schützen. Und es ist so, dass auf Mobilgeräten die Daten sind irgendwie geschützt, aber was ist mit Desktop-Systemen? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern?
das Schwierige ist, wenn wir auf Install klicken, Ubuntu fragt nach einem Passwort, aber auf Android zum Teil müssen wir Privilegien akzeptieren, die das braucht und dann funktioniert es. Aber was ist hier das wirkliche Unterschied? Zuerst auf den Desktop-Systemen, da ist die Applikation eine Erweiterung für den Benutzer und das funktioniert für einen Benutzer und es kann alles tun, was der Benutzer tun kann. Und auf den meisten Mobilgeräten hat die Applikation in einem Gefängnis oder in einem Jail und die Privilegien müssen einzeln akzeptiert werden, die Applikation haben soll. Das heißt, Betriebssysteme, um benutzbar zu sein, haben einige Ressourcen und die geschützt werden sollten. Auf Desktop-Systemen ist das meistens nicht so, auf Mobilgeräten ist das schon der Fall. Und ich würde euch etwas vorstellen, ein System vorstellen, was Zugriffskontrolle auf Desktop-Systemen implementiert. Und es basiert auf drei Säulen. Ich kann das nicht alles im Detail hier installieren, zeigen in diesem kurzen Vortrag. Es basiert auf DAC, das die meisten vielleicht kennen. Und SMAC ist eine LSM und vielleicht klingelt da was bei dem einen oder anderen. Und dann gibt es Synara, ein User Space Tracker, wenn man das Polkit kennt oder Policy Kit, das ist ungefähr das Gleiche, ist nur viel schneller und viel besser. Also worum geht's hier? Man hat einen Dienst im System, zum Beispiel Netzwerk, und man hat Applikationen, die man managen will und die einige Dienste dieses Service benutzen wollen. Und es hat ein IPC, ein Interprocess Communication, zum Beispiel Unix Sockets oder. Und dieser Dienst muss wissen, ob dieser Dienst die Berechtigung hat, die Einstellung zu ändern. Zum Beispiel haben wir hier wollen wir hier die Netzwerkeinstellung ändern in dem System und dann kann der Dienst das machen. Aber wenn es irgendeine beliebige Applikation ist, vielleicht noch aus dem Internet runtergeladen, dann sollte das nicht erlaubt werden. Und wie weiß der Dienst, ob der Zugriff gewährt werden soll oder nicht? Es fragt bei Synara, die im Wesentlichen eine Datenbank ist mit Policies drin, und beantwortet dann dem Service die Frage, ob der Zugriff gewährt werden sollte oder nicht. Und wenn das heißt, ob diese Änderung gemacht werden sollte oder nicht. Und woher weiß es die Antwort? Zuerst haben wir vernünftige Defaults in dem System, brauchbare Voreinstellungen und wir haben ein Manifest. Wenn man es weiß, wie das bei Android geht, dann kann die Applikation einfache Manifeste schon haben als Voreinstellung für Zugriff, die es braucht. Und dann gibt es einen Privacy Manager und dann kann man das online verändern. Und es gibt hier Fragen im System, wie ich schon gesagt habe. Was passiert ist, dass der Dienst, in diesem Fall zum Beispiel GPS, weiß, wer was wissen will oder was verändern will und sendet die Credentials der Applikation an Synara und fragt Synara. Und Synara weiß die Antwort aus der Datenbank und kann dann die Antwort an den Service geben. Und dann weiß der Dienst, ob der Zugriff gewährt werden sollte oder nicht. Ja, und ich bin hier noch. Wenn jemand noch Fragen hat, könnt ihr mich auch später noch fragen. Vielen Dank. Right on time. Ja, da haben wir genau die Zeit eingehalten. Jetzt kommen noch mal zwei Talks im Format 16:9. Next time I'll also state the file name and so on. Okay. Nächstes Mal werde ich auch die Dateinamen mit erwähnen. Also, fang einfach an. Mein Name ist Yenai und ich habe einen Pington geschrieben. Also, fangen wir mal an. Was habe ich eigentlich gemacht? Funktioniert das? Ja. Also, ich habe ICMP-Tunnel
ICMP ist ein Protokoll für Diagnose. Das kennt ihr zum Beispiel für Ping, um nachzugucken, ob der Host noch am Leben ist und wie der Pfad dahin ist. Und das Protokoll ist relativ flexibel. Also man kann beliebige Daten mit einbauen. Zum Beispiel kann man auch das IP-Protokoll mit einbauen. Und weil man das für Diagnose benutzt, ist das normalerweise relativ offen. Also viele lassen es offen und das kann man dann auch benutzen. Und wir können das zum Beispiel auch als Kanal benutzen, um Daten durchzutransferieren. Das ist nicht neu, das gibt es seit 20 Jahren. Frack hat es 96 gemacht, gab viele Implementierungen und ich habe beschlossen, wir brauchen jetzt eine neue. Und ich sage euch auch warum. Also die bisherigen Implementierungen, die erste wollte ich euch vorstellen, die ICMP-TX, das findet ihr vielleicht online, das ist sehr primitiv, hat wenig Features, das ist hauptsächlich eine Referenzimplementierung, die im Prinzip wenig Code und die zeigt euch, wie man das Low-Level macht, aber man kann es nicht wirklich benutzen im wirklichen Leben. Und das andere, was man kennt, ist Hans, das vielleicht wisst ihr das nicht da unten, das ist eine Art BMW-Auto. Und das ist sehr fortgeschritten. Das hat IP-Adress-Assignment, also man kann IP-Adressen zuweisen, Verschlüsselung, man kann die MTU setzen, das ist in C++ geschrieben, aber es ist sehr kompliziert, meiner Meinung nach, und das ist schwer zu benutzen. Und manche andere Tools gehen einfach viel besser, also OpenVPN zum Beispiel. Also auch das würde ich in Wirklichkeit nicht benutzen wollen und deswegen meine Implementierung. Und meine Implementierung versucht also benutzbar zu sein und sehr einfach zu sein. Also es gibt keine Konfigurationsvariablen, sondern man führt es einfach aus und das funktioniert. Also man muss nicht irgendwie Ping-Antworten auf dem Server deaktivieren. Es ist Namensauflösung mit eingebaut, kein anderes Tool hat das bislang gemacht, ich weiß auch nicht warum, das ist ganz einfach eigentlich. Und wir haben auch Anpassungen für Netzverstopfungen, also wenn der Server viele Daten an den Client abzugeben hat und der Client hinter einer Firewall ist, dann holt sich der Client das ab und sagt dann dem Server, hier gib mir da mal in höherer Datenrate. Und das ist auch ganz gut für Kommunikation. Das heißt, wenn beide Clients auf demselben Netzwerk sind, dann benutzen sie also nur die Echo-Anfrage und nicht die Antwort. Ich habe jetzt keine Krypto damit eingebaut, denn ich denke, das sollten andere Tools machen. Das Einzige, was dagegen spricht vielleicht, ist, dass es aktuell nur Linux unterstützt. Und in Zukunft möchte ich das für andere Plattformen auch bereitstellen. Also OpenWrt möchte ich ein Paket zusammenstellen in den nächsten Monaten. Und wenn mir jetzt jemand helfen will, das nach OS X und Android zu übertragen, dann wäre das großartig. Und es gibt auch noch eine Idee, die ich hatte, denn ich würde es gerne vielleicht mit PingCut kombinieren, mit SOCAT. Also sagt mir einfach, ob ihr die Idee gut findet oder vielleicht auch doof oder ob ihr sie wirklich großartig findet. Ich würde euch einfach nur gerne von euch hören. Also wenn ihr da Fragen habt oder Beiträge oder Anfragen, dann wendet euch an mich. Ich bin Jena L. auf allen Plattformen. Herzlichen Dank, das wär's. Just stay there for a second. I think this is also yours. So, das ist von demselben Sprecher. Noch einer. Okay, hallo. Erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin's schon wieder. Ja, ich bin Janai. Wie vorhin. Und ich arbeite für Checkpoint und dieser Vortrag ist über einen Blogpost von mir. Wenn es euch interessiert, wir haben ganz coole Sachen und ich rede darüber, wie man einen ICMP-Tunnel macht ohne Root. In Linux braucht man Root, um ICMP-Tunnel aufzusetzen als Client. Ja, man braucht es, um das Virtual Interface zu installieren, um Routing zu machen, damit der Traffic tatsächlich über dieses Interface geht. Und man braucht etwas Low-Level ICMP, Schreib- und Lesefunktionen, für das man auch erhöhte Privilegien braucht. Und wie kann man da dran vorbeikommen? Viele haben keinen Root auf den Devices, auf den Geräten, zum Beispiel auf Android hat man normalerweise keinen Root. Aber vielleicht will man trotzdem einen ICMP-Tunnel haben. Und Virtual Interface sind einfach, wir benutzen einfach einen SOX-Proxy, wir forwarden den auch SOX, wir können zum Beispiel T-SOX nehmen oder moderne Browser haben eine Konfiguration für einen SOX-Proxy, also ist das ganz einfach. Und OpenVPN VPN hat das auch. Aber was ist mit ICMP? Es gibt eine Applikation, die ICMP-Requests macht für jeden beliebigen Benutzer und das ist Ping. Ping ist ganz toll. Aber es ist SetUID, man
sehr geschützt und man kann dann nur das benutzen, was es anbietet. Und Daten rauskriegen ist ganz einfach. Es gibt MinusP, da kann man einen Pattern angeben, 16 Bytes. Und das ist ganz einfach. Aber was ist mit reinkommendem Traffic? Und ich habe da drüber nachgedacht und man kann ein ganz ausgefuchstes Schema hier, Client Pings zum Server oder und es ist schwierig herauszufinden, was die Originaldaten waren und das ist ganz schwierig und es ist sehr ineffizient und man kriegt nur wenige Bits pro Sekunde und das ist irgendwie doof. Und also habe ich diese Idee wieder verworfen und dann habe ich meinen Tunnel debuggt und dann habe ich dieses gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das hier ist wirklich ein Client, der einen Ping an einen Server sendet und anstatt, dass der Server antwortet mit der normalen Payload, sendet der Server einen anderen Payload. Und das wäre ganz toll, wenn der Client einfach einen Hexdump machen könnte, wenn der Server was von dem, was der Server sendet. Also wenn der Server einen falschen Payload sendet und guckt dann einfach, wenn es eine falsche Antwort ist, dann dumpt er das einfach als Hexdump. Und das ist die Methode 2 und der Client sendet einfach FFs und der Server antwortet einfach mit irgendwas und Ping wirft dann einfach den Hexdump hinten raus und der Client kriegt den Hexdump und das ist die Methode, die ich benutze. Und ich habe eine ganz kurze Demo geschrieben für einen Reverse Shell über ICMP. Dafür braucht man keinen Root. Und ich zeige jetzt gerade dieses Demo hier. Das ist ein Einzeiler. Funktioniert das? Könnt ihr das auf den Bildschirm bringen gerade? Ja. Und sonst kann man das in doppelter Geschwindigkeit vielleicht abspielen, wenn nicht mehr genug Zeit ist. Ja. Was ist das? Okay, so what we see here, also was wir hier sehen, auf der rechten Seite ist der Client und links ist der Server auf Amazon. Wir versuchen das. Nein. I think it stops, yeah. Okay. Ich glaube, es hat angehalten. Okay, jetzt bin ich mit dem Server verbunden und ich lade den Servercode runter aus dem Internet. Bla 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 bla. Und ich drücke hier überhaupt nichts. Und ich hoffe einfach nur, dass die Demo funktioniert. Also ich pinge den Server an und auf dem Server stoppe ich jetzt die automatische Antwort von dem Kernel. Also jetzt stoppt es und der Server antwortet gar nicht mehr. Und ich starte jetzt den Ping-Server. Ja, okay, der Server läuft und jetzt starte ich wieder den Client. Der Client ist ein ganz normaler Client, ohne Privilege, das ist nur ein Einzeiler hier. Kann man einfach sehen. Das ist, und jetzt ist ein Ping mit ganz viel Zeug in der Mitte, ein Interactive Bash und dann noch ein Ping und jetzt führe ich Kommandos aus dem Server aus und die kommen von dem Client. Und der Server läuft zum Beispiel ein Who am I, das Who am I-Kommando und der Server sagt, gibt die entsprechende Antwort. Ja, vielen Dank. Und danke, jetzt kannst du es anhalten, das ist jetzt einfach nur normale Kommandos auf dem Server, um einfach zu zeigen, dass es von dem Client kommt. Aber das war das. Ja, cool, vielen Dank. Ja, danke. Ja, damit gehen wir jetzt wieder zu einem 4:3-Talk zurück. Es geht um Borg-Backup. So, hi. Ja, hallo. Also ich möchte euch gerne ein bisschen was über Borg-Backup zeigen. Das ist ein relativ neues System für Backup. Jemand auf Twitter hat das mal den heiligen Gral der Backup-Software genannt. Also schaut es euch selber an, ob ihr da zustimmt. Mein Name ist Thomas Waldmann und der Klicker, den habe ich auch, okay. Also woher kommt das? Einige von euch kennen vielleicht Attic Backup. Attic Backup ist ein Fork von Attic Backup. Und Attic ist etwa 5 Jahre alt, es ist relativ gut designt. Das interne Software-Design ist sehr gut, das gibt es schon seit einer Weile, also es ist noch nicht so neu, es ist nicht mehr so neu. Aber das Problem damit war, dass die Entwicklung relativ langsam voranging, weil der Hauptentwickler keine Zeit hat.
Und er möchte das alles selber machen. Das heißt, die Pull-Requests auf GitHub haben sich einfach angesammelt und das war alles ein bisschen langsam. Und ein paar Leute wollten mitmachen, ich auch, und das ging halt nicht weiter. Und ein paar Monate später haben wir dann entschlossen, einen Fork von dem Projekt zu erstellen, damit wir es weiterentwickeln können. Und so ist Borg Backup eben entstanden im Mai diesen Jahres. Und die Ziele sind eben, dass es schneller vorangeht bei der Entwicklung und auch, dass wir die Gemeinschaft besser mit einbinden, dass neue Entwickler einfacher mitmachen können und dass die Pull-Requests dann auch irgendwann abgearbeitet werden. Also was sind so die Features, die wir haben? Es ist relativ einfach. Also es gibt ein einfaches Command-Line-Interface auf der Kommandozeile. Es gibt auch nur, man kann ein einzelnes Binär-File haben, was man da ausführen kann für verschiedene Plattformen, also keine Installationen. Ihr kopiert einfach die ausführbare Datei auf die Installation und dann könnt ihr schon Backups wiederherstellen. Das kann komprimieren, LZ4 zum Beispiel, das ist ein relativ schneller Komprimieralgorithmus. Ihr könnt auch LZMA und Zlib benutzen. Das ist etwas langsamer, aber bessere Komprimierung. Wir machen auch authentifizierte Verschlüsselung. Das ist Encrypt than Mac, also das, was man empfohlen bekommt. Und wir benutzen einen Counter-Modus und HMAC SHA-256. Wir haben auch Support für Fuse, das heißt, ihr könnt euer Backup dann hinterher auch einfach ins Dateisystem mounten, damit ihr dann in eurem Dateimanager einfach einzelne Dateien aus dem Backup wieder rauskopieren könnt. Das basiert auf Content-Defined Chunking, das dedupliziert auch diese einzelnen Chunks. Es ist freie, offene Software, die Plattformunterstützung ist relativ gut. Wir haben mehrere Architekturen, es geht also nicht nur auf x86, läuft auch auf ARM und möglicherweise läuft es auch auf anderen Plattformen. Ihr könnt erweiterte Attribute benutzen und ACLs auf dem Dateisystem. Es hat Unterstützung für Hardlinks und im Wesentlichen alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt auch relativ viele Abdeckungen, was Tests angeht und wir benutzen ein Continuous Integration System. Alles basiert auf Python 3 und ein bisschen Python und C, damit die Geschwindigkeit besser ist. Aber etwa 90% ist Python-Code. Zu der Deduplizierung, es ist eine relativ nette Sache, denn es arbeitet auf den Chunks, also auf den einzelnen Teilen. Also es geht nicht um die Dateien, sondern das basiert auf Teilen von Dateien. Das heißt, ihr könnt auch VM-Images deduplizieren und wenn ihr dann die virtuelle Maschine startet und wieder stoppt und noch ein Backup macht, dann wird es nur die Teile, also nur die einzelnen Chunks, die in dem VM-Image sich auch tatsächlich geändert haben, wieder speichern. Und wenn ihr ein großes Verzeichnis umbenennt, dann wird es auch immerhin weiterhin funktionieren mit der Deduplizierung, denn das hängt eben nicht vom Namen ab. Ihr könnt auch zwischen verschiedenen Maschinen deduplizieren, also wenn ihr die einfach in dasselbe Repository kopiert. Ihr habt auch, auch auf die Vergangenheit gerichtete Deduplizierung, also wenn sich es nur auf dem letzten Backup geändert hat, dann könnt ihr das auch deduplizieren und das auch innerhalb von einem einzelnen Backup wird auch dedupliziert. Also schaut euch das vielleicht im Internet mal an, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel für jetzt, aber das basiert auf einem rollenden Hash. Die Berechnungen, die da gemacht werden, sind relativ effizient. Und das ist die wichtigste URL, das ist auf GitHub, das Projekt heißt Borg Backup. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich werde hier bei dem Python Assembly wieder sein, das ist auf dem ersten Stock, geht einfach die Treppe runter und dann auf der linken Seite. Oder trefft mich auf Twitter oder eben im IRC. Und wenn ihr irgendwas habt für mich, dann benutzt GitHub, macht Pull-Requests und sendet mir Feedback. Lieben Dank. Also wir mussten noch niemanden von der Bühne werfen. Yeah, they do see, they can see the monitor, but they already. I think the next talk is probably in German, so I'm already switching to English here. So, this is. Hello. Hello. We are here to show a new product about data retention, and it's Deutsche Bundespost, that is the German Federal Postal Service, and protects your internet traffic from all government agencies
The German Federal Postal Service is a data service, and it protects all content and all traffic data, and that's important because we kill people because of metadata. Not we, but our friends do. And the present that the Justice Minister Heiko Maas gave us is that in the data retention, that email is completely exempted from the protection. And thank you, Heiko. And we also know that the German Federal Postal Service cannot be read by the German Federal Intelligence Agency because all addresses ending on DE are filtered out. And how does the Federal Postal Service work? And the IP packets are transmitted over email, and they are transmitted over the unsecure surveilled network. And here we can see how it works. So technically it's very simple. We make a tunnel device, and every IP packet that comes in puts it into an email, send it via SMPT and refetch it over IMAP and put it in another IP packet in a tunnel device, and it works, and everything that works with IP works with this service. And there's nothing new under the sun, so IP over email is not new. 10 years ago, there was an anti-ITF draft standard from Donald Eastlake to transmit email IP packets over emails, and there's application IP is the MIME type, and we do Base64, add some options to say where the packets came from and which IP format it is. And in addition, we can tell them how long it would normally take and how long the IP packets take over email. And higher is better, of course. and we have about a 1,000-fold increase in security. It also takes 1,000 times longer, but, well, 7 seconds, that's okay to wait for a ping. Yeah. And we have one implementation. The draft standard it needs two implementations for a draft standard. So whoever would like to, you can re-implement it, and the standard and the on Dovetail is a sample implementation. It's just a few lines of code, and don't let them screw you. And netspolitik.org. There's more information. Use Corbett, use GNUPG, use Tor, and use OTR, and then perhaps you are secure. Danke. Okay, an introduction to Jekyll. So, die nächste Talk wird dann wieder auf Englisch stattfinden wohl. Das heißt, wir sprechen mit euch Deutsch. So, Johannes Schöpp around. Also, ist Johannes Schöpp hier? Wenn der echte Johannes Schöpp hier ist, dann möchte er sich jetzt erheben. Letzter Aufruf. Das ist nicht freundlich, wenn ihr Talks registriert. Denn es gibt noch eine ganze Menge Leute, die versuchen wollten, einen Talk zu halten. Und dann hieß es wäre schon voll. Also wir müssen da uns Bestrafungen ausdenken. Also wir machen die Slides jetzt einfach weg und machen weiter. Wir haben dann ein paar Minuten vor der Pause. Und es gibt noch zwei Talks. Und wenn ihr irgendwie noch ein PDF habt, was ihr vorzeigen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Also wir machen jetzt erstmal die nächsten zwei Talks. Nee, also hier vorne gibt es eine Meldung. Ihr seid zu leise. Ah, also er möchte einen Talk machen. Okay, das ist klasse. Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt die nächsten zwei Talks und danach kannst du dann deinen machen. Pack deinen PDF auf einen USB-Stick, dann kann ich das laden. Ja, ich habe keins. Oh gut, dann machen wir einfach, wie es funktioniert. Dann hoffen wir, du machst auch einen ordentlichen Talk. Also es geht jetzt mit Void Linux weiter. State of the Void. Der State of the Void Talk jedes Jahr. Ja, guten Morgen. Hallo. Ich bin Gottox, Enno Boland. Ich werde über Void Linux reden. Hat jemand von euch schon den Talk letztes Jahr gesehen? Einer? Wieder?
Das war der mit den Katzen. Heute gibt es keine Katzen. Also bitte schau dir auf den Monitor an, nicht auf den Slides oben. Also Geschichte. Void Linux ist eine Linux-Distribution, die 2008 angefangen hat als Testumgebung für den Paketmanager XPPS. Und Juan, das ist ein Spanier, der hat das gegründet und Projektleiter, der hat das Projekt 2008 gestartet. Also was ist Void Linux? Wir sind eine ganz normale Linux-Distribution, wir machen Rolling Releases. Ein paar Sachen sind ganz anders. Wir benutzen LibreSSL statt OpenSSL. Wir haben Systemd rausgeschmissen vor anderthalb Jahren und haben das ersetzt. Und haben das mit Runit ersetzt. Ich bin auch nicht sicher, ob es Runit oder RUnit ist, weiß ich nicht. Und wir haben unseren eigenen Paketmanager, der heißt XPBS. Und XPBS ist ein Paketmanager, den wir komplett neu geschrieben haben. Wir haben signierte Pakete, die von irgendwo, von woanders geladen werden. Wenn die lokal, wenn ihr ein lokales Repository habt, dann könnt ihr das auch unsigniert machen. Und das ist einfach ein ganz normaler Paketmanager. Aber wir haben ein paar coole Tools, wie zum Beispiel, also wir können nette Abhängigkeitsgraphen generieren mit dem Dot-Format, was man hier zum Beispiel sieht. Also man kann zum Beispiel sehen, Bash hat wenig Abhängigkeiten. Also interessanter Fakt, wenn ihr das für GNOME macht, dann ist das PNG für den Abhängigkeitsgraph ungefähr 30 Megabyte groß in PNG. Ja, ich habe keine Zeit. Also wir sind komplett auf GitHub. Wir haben eine Continuous Integration Lösung über Buildbot. Also wenn irgendwas auf GitHub aktualisiert wird, dann geht das in das Continuous Integration System rein und wird dann automatisch, wenn es auch wenn der Build funktioniert, gehen die automatisch in die Repositories. Also warum Void Linux benutzen? Wir sind sehr schnell in der Entwicklung. Das sehen wir gleich in den nächsten Slides. Wir haben ganz schnelle Updates und das ist ganz leicht, da mit reinzukommen. Und das ist eben, weil wir GitHub benutzen. Und letztes Jahr gab es einen Benutzer im Publikum. Okay, großartig. Ich glaube, wir haben jetzt 100% verloren, so wie es aussieht. Na, es ist immer noch einer. Bist du derselbe Mensch wie letztes Jahr? Ja. Wir haben jetzt mindestens zwei aktive Nutzer. Das können wir jetzt sicher sein. Das ist großartig. 100% Steigerung in einem Jahr. Ja, und ich weiß, wie sieht es denn bei Arch Linux aus? Ja, es sind ein paar mehr. Debian, Ubuntu, noch mehr. Mac. Ja, nett. Okay, also das letzte Jahr, das sind die Veränderungen in unserem Paketsystem letztes Jahr. Also wir hatten 15.000 Updates letztes Jahr. Was ungefähr 40 Commits pro Tag sind. Also wir haben ungefähr 6.000 Pakete global und ihr seht die Zahlen hier. Ah, die Zeit ist fast schon rum. Ja, also komme ich zum Schluss. Also wir sind die Neuen. Wir haben zwei aktive Leute, die das benutzen mindestens. Nochmal ein interessanter Fakt, also es gibt noch ein paar mehr Leute bei unserem Assembly. Wir sind immer noch in Halle 3 in dem Assembly. Wenn ihr eine Mate mit uns trinken wollt oder was auch immer, dann kommt einfach hin. Es gab eine ganze Menge Sachen letztes Jahr, das habe ich gezeigt. Ja, danke, wir haben leider keine Zeit für Fragen. Hier ist die URL, wir haben einen Twitter-Account und das ist mein privater Twitter-Account. Habt noch einen schönen Tag. Also einen Talk gibt es noch, aber bleib mal bitte hier vorne. Also das ist wieder ein 16:9 Talk.
Hallo zusammen. Mein Name ist Razvan. Ihr könnt mich Bobby nennen, denn das ist einfacher. Ich werde heute ein Android Intent Fuzzer benutzen. Das kannst du auch Fuzzy Noser nennen, weil es einfacher. Und eine kurze Einführung. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir entwickelt ein Open Source Projekt, wo wir Intents auffassen können. Die werden bei Android benutzt, um zwischen verschiedenen Aktivitäten zu kommunizieren, Events zu kommunizieren und so weiter. Und ein Intent hat verschiedene Parameter, wie zum Beispiel 6 Parameter. Und in der ersten Phase sammeln wir einfach Informationen über das System. Wir konzentrieren uns entweder auf ein Paket oder auf das gesamte Paket, das ganze Android-System. Und dann erzeugen wir die veränderten Intents und die senden wir dann in das System und dann sammeln wir die Antworten und wir schauen uns an, wie die Applikationen mit diesen falschen Intents umgehen, um das mal so zu sagen. Und wenn ihr Drosa nicht kennt, das ist ein Open-Source-Framework, mit dem man Android-Security austesten kann. Also ihr habt einen Server auf eurer Linux-Maschine und einen Client, das heißt bei Drosa Agent. Und den startet ihr zum Beispiel auf eurem Android-Telefon oder auf eurem Gerät eben. Und das kommuniziert mit dem Server über den Android-Debug-Port 31415 per Default. Und dann habt ihr diese Konsole und da kriegt ihr dann die ganzen Module angezeigt, könnt Module starten, egal welches Modul. Und was macht jetzt der Fuzzy Noser? Der kann Broadcast-Intents verschicken. Es gibt dann einen ZIT-File, was alle Intents auflistet, die gestartet wurden, bevor ein Crash stattgefunden hat, also ein Absturz. Und wenn ein Absturz passiert, dann wird ein Log-File gespeichert und auch der Zustand. Also ihr müsst dann nicht das ganze Ding nochmal von Anfang an starten, sondern ihr könnt den Absturzpunkt wieder zurückholen und da dann nochmal starten. Und ein Feature ist, also es gibt eine Denial-of-Service-Attacke gegen Activity Manager, gegen unser eigenes Projekt. Also so sieht es irgendwie aus. Ihr nehmt das Namen des Moduls, in dem Fall Fuzzy Noser, und dann ein paar Parameter. Mit Help könnt ihr sehen, welche Parameter das akzeptiert und welche Werte. Und dann, was die Ergebnisse angeht, wir kriegen alle möglichen Exceptions, Java-Exceptions zum Beispiel, illegale Exceptions oder und wie gesagt auch die DOS-Attacken gegen den Aktivitätsmanager. Ich würde kurz gerne einen Film zeigen. Ich habe einen Demo-Film mitgebracht. Ihr könnt es in der Mitte einfach anfangen. Ich versuche das mal. Ja. Und könnt ihr da ein bisschen vorspielen zur Mitte? Einfach nur, um das um 2 Minuten zu überspringen. Okay. So, this is Drosa in the also das ist Drosa links, rechts ist der Agent, der Agent. And this is our module. Das ist unser Modul. And basically, we are using, und was wir machen ist, wir benutzen diese Intents, minus minus eben diese Kommandos. Wir können noch mal ein bisschen was, 20 Sekunden überspringen. We are running against this, also wir laufen jetzt hier einfach gegen dieses ganz normale Android-Bluetooth-Paket. Yeah, please skip, ja, also überspringt mal noch ein paar Sekunden. Bis also die Zeit siehst du da rechts oben. Ja, also einfach bis hierhin mal vorspulen. Also das ist das Kommando. And, you will see the result in a second. Und jetzt seht ihr auch gleich das Ergebnis. Also wenn ihr versucht, irgendein Programm aufzumachen, dann wird das einfach nur abstürzen, automatisch. Und das funktioniert bei jeder Applikation. Und das passiert nur während dieser DOS-Attacke. Also wir können noch mal kurz zur Präsentation zurückgehen. Ich habe nur noch eine zusätzliche Folie. Klick. Ja. And
Here is our account. Hier ist unser Account, der heißt Fuzzing auf GitHub. Damit könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Da haben wir noch ein paar Projekte. Danke für eure Aufmerksamkeit und bitte kommt zu uns und gebt uns euer Feedback, eure Meinungen, alles. Herzlichen Dank. Okay. You have a clicker on the podium. Es gibt einen Klicker auf dem Podium. Ist das? Ich rede auch über Fuzzing, aber auf Linux. Ja, okay. Ich muss gerade noch rausfinden, was das Seitenverhältnis ist. 4:3, okay. An die Videoleute, 4:3. Los geht's. Hallo, ich bin Hanno und ich habe das Fuzzing-Projekt. Ja, ich versuche, freie Software zu fuzzen und freie Software zu verbessern und Bugs zu finden in freier Software. Fuzzing ist im Wesentlichen, man wirft einfach Müll auf Software und man hat irgendeine Eingabe, fügt dann Fehler hinzu und guckt, ob was Schlechtes passiert. Und was Schlechtes könnte ein Crash sein oder könnten auch andere Sachen sein, irgendwas, was zeigt, dass da vielleicht ein Bug ist. Es gibt ein Tool, das heißt American Fuzzy Lob, und das gibt es jetzt seit 2 Jahren oder so. Und das hat neu definiert, was gutes Fuzzing ist, denn es benutzt einen intelligenten Algorithmus und schaut nach Codepaths, Codepfaden in der Applikation, und wenn es die gefunden hat, dann benutzt es den wieder für Iterationen, für ein neues Beispiel für Fuzzing. Also so sieht das aus, hat ein ganz hübsches ASCII-Interface. Das meiste ist nicht so schrecklich wichtig. Das Wichtigste ist die Wrapped-Anzahl. Das ist die Anzahl der Crashes, die es in einigen Applikationen gefunden hat. Das ist sozusagen ein ungewöhnliches Beispiel für einen Bug, den ich gefunden habe mit American Fuzzy Lob. Und man kann hier relativ einfache Berechnungen sehen. Also wir haben eine Zahl, die wird quadriert, und dann gibt es einen Modulo-Operator mit einer sehr großen Zahl, und man kann 2 Ergebnisse sehen, und ich würde fragen, wer glaubt, das erste ist das richtige Ergebnis? Not that many. Who thinks the second? Wer glaubt, das zweite ist richtig? Okay. Auch niemand. Also die meisten haben einfach keine Meinung dazu. Und das erste ist das Richtige, und das kann man ganz einfach sehen, denn wenn man irgendwas quadriert, dann ist es ungefähr doppelt so lang. Und das zweite Ergebnis ist das Ergebnis von OpenSSL. Ja, und das ist ja aber jetzt gefixt. Im letzten Security Update wurde das gefixt. Das ist hier wurde der Bug eingeführt. Ich weiß nicht genau, was das macht hier, aber es ist eine Assembler-Optimierung des Algorithmus, und irgendwie ist da ein Bug reingekommen. Und hier ist ein ganz einfaches Beispiel von einem Stack out of bounds. Ich hoffe, das können alle sehen. Dieser Code ist falsch, denn wir lesen ein Array auf einem Index, der nicht existiert. Und diese Art Bugs sind etwas schwierig zu finden, denn normalerweise, wenn man den Code benutzt und es läuft einfach und man liest irgendwas aus dem Speicher, aber es crasht nicht sofort. Das heißt, die Applikation wird immer noch laufen, sie macht irgendwas Falsches vielleicht, hat irgendeine Fehlfunktion. Aber ja, es ist schwierig, diese Bugs zu finden. Aber es gibt ein anderes tolles Tool, das heißt Address Sanitizer, und das ist ein Feature des Compilers. Und wenn man eine Applikation kompiliert mit dem Address Sanitizer, dann wird man bei diesen Fehlern diese Fehlermeldung bekommen. Und das ist sehr schön. Und wenn man Fuzzing benutzt zusammen mit dem Address Sanitizer, dann findet man noch viel mehr Fehler. Aber man kann auch das einfach benutzen, um die Applikation zu testen. Und ich habe auch schon Applikationen gesehen, wenn man sie nur allein mit dem Address Sanitizer kompiliert, und dann zeigen sie invalid memory, ungültige Memory-Zugriffe, wenn man sie einfach nur laufen lässt. Und wenn man Programme in C entwickelt, dann probiert den Address Sanitizer aus und testet eure Software damit, und es zeigt euch, und wenn es euch Fehler zeigt, dann fixt die bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr eine längere Version hören wollt von diesem Vortrag, ich bin in Berlin am 5. Januar,
Und da gebe ich einen längeren Vortrag über das Fuzzing-Projekt in dem Hackerspace. Und ich habe gestern hier auch einen Vortrag gehalten und vielleicht habt ihr den verpasst, aber okay. Vielen Dank. Thanks a lot for jumping in. Ja, vielen Dank, dass du hier kurzfristig eingesprungen bist. Das war ein Ultra-Lightning-Super-Blitz-Talk. Und wir fangen jetzt mit der Pause an. Das heißt, wir treffen uns wieder genau um 2 in diesem Saal für die nächste Hälfte der Session. Hanno, I think you want your flash drive back, right?
Ja, ne? Okay, I think okay, ich glaube, jetzt geht's weiter. Der zweite Teil der Lightning Talk Session. Bitte setzt euch hin, macht die Türen zu. Und irgendwie bin ich jetzt hier drüben, denn irgendwie die Fail Overflow Crew sind jetzt auf der Bühne und die machen hier eine Hardware-Hacking-Demo. Das sollte für sich selbst sprechen. So, aha, das PlayStation-Logo, japanisch. Ohne Worte. Offenbar ein Linux-Kernel auf der PS4. Ein PC, aber auch wieder nicht. 7000 Codezeilen. Differenz. Also ein Teil der Änderung ist verrückt und ein anderer Teil ist batshit crazy, also total verrückt. Die Ingenieure, die Southbridge gemacht haben, haben gutes Kraut geraucht. Oder ihnen war danach PCI mal irgendwie neu zu erfinden. Ja, das ist ein Radeon. Niemand, nicht mal Sony AMD, wissen, wie die APU heißt. Wir nennen sie Liverpool. Was funktioniert? Timers, IRQs, PCI, serielle Schnittstelle, Framebuffer, Kernel Modes, HDMI. Woran noch gearbeitet wird, 3D-Beschleunigung, USB und HDMI-Audio. Demnächst gibt es Kernel-Patches und zusätzlichen Bootcode. Ja, man braucht einen eigenen Exploit. Das ist noch eine Baustelle.
That's it. Thanks a lot. Ja, das war's. Vielen Dank. So now we have to. Jetzt müssen wir alles hier vom, müssen wir alles nochmal zurücksetzen. Muss kurz umbauen. Diese Leute hier sind wirklich schnell. Als sie hier hinkamen zur Bühne, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. So, that's it. Okay, das ist es. Get my slides back again now. Ich sollte jetzt mal kurz nochmal meine Folien aufrufen. So, then we're going to continue with the regular. Wir machen weiter mit den regulären Lightning Talks. IPFS ist das, ist der nächste Vortrag. IPFS, the Permanent Web. All right, so IPFS, who here has heard of IPFS before? Okay, wer hat hier schon mal von IPFS gehört? Das ist echt toll. Wir können euch nicht eine komplett neue zeigen. Also es gibt gerade noch ein Problem mit der richtigen Versionierung der Slides, der Präsentation, und das wird jetzt gerade nochmal geklärt. Okay, ich verstehe es. Okay, IPFS update looks much better. Okay, jetzt gibt es neue Slides. Okay, cool. These are the slides. Okay, das sind die richtigen Slides. Okay. Das ist ein Protokoll des Webs. Wofür steht es? Interplanetary File System ist eine Mischung aus Git, Torrent und eine Mischung von verschiedenen Sachen, die schon seit einer Zeit draußen sind. Wir versuchen die jetzt alle zusammenzubringen. Also das Web heutzutage ist ein großes Cluster auf komischen Sachen, die einfach miteinander verbunden sind. Und das Große ist so ein bisschen wie so eine Art Bienenkorb-Gedächtnis. Das ist genau, was wir haben. Wir haben diese ganzen verschiedenen Services, wo die Leute alles benutzen können, was sie brauchen. Und das ist wirklich toll, aber sie sind zum Großteil zentralisiert. Wenn die Verbindung zum Backbone, zum Server runtergeht, dann habt ihr keine Möglichkeit, euch mehr zu verbinden. Das ganze System ist relativ fragil und ihr verliert dann euren ganzen Zugriff. Das Web ist wirklich sehr zentralisiert. Einige Aspekte sind dezentralisiert, aber was wir wirklich haben wollen, ist, dass das Web komplett dezentralisiert ist, wo es keinen einzelnen Fehlpunkt gibt, nicht eine Möglichkeit gibt, einen zentralen Punkt anzugreifen. Das ist also ein Protokoll für das Web. Wir nennen es das Distributed Web, das Permanent Web oder auf Beziehung auf den Merkle-Baum. Es kann offline sein, es ist smarter, es ist verteilt, es ist permanent, es ist sicherer und auch sicherer. Also was wir jetzt benutzen, ist Location Addressing, eine Seite. Ich gebe meinem Browser die Ort, zum Beispiel google.com, und das wird aufgelöst in eine IP-Adresse und dann wird mit der IP-Adresse gesprochen. Example.com fängt darauf hin und dann spreche ich mit der IP-Adresse. Und das Ganze ist zentralisiert, also kaputt. Was wir machen, dass wir zu Inhaltsangaben machen. Wir kümmern uns nicht darum, wo sie sind, sondern wir verlinken direkt den Inhalt, also Content Addressing. Und ich zeige euch kurz, wie das Ganze geht. Also heute würdest du einen Request an einen Server schicken, eine Anfrage schicken. Und wer auch immer da die eine Information hat, du bekommst es nur von dem Server, den du angesprochen hast. Mit IPFS kann man die Datei von jedem bekommen, der die hat. Ist es egal, ob die hier sind oder in der Antarktis, wir verlinken direkt auf den Inhalt. Und ohne, dass es irgendwie zusätzlichen Aufwand bedeutet. Das Ganze, es gibt also hier drei Teile. Es gibt einen Computer-Layer, wo du deinen Teil des Stackers, man hat einen Routing-Layer. Es gibt einen verteilten Hash-Table, es gibt verschiedene, dann,
Es ist einfach, das Ganze über das Web zu transportieren. Und wir haben einen Naming-Layer, eine Layer-Mittelschicht. Das ist natürlich benötigt, dieser Stack. Und darauf können wir dann die Anwendung aufsetzen. Dieser Stack sieht genau so aus und wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese ganzen Optionen. Wir haben WebRTC, Quick, wir haben Möglichkeiten hier für Routing, so könnt ganz verschiedene Dinge benutzen. Der Austausch kann über Bit sein, BitTorrent sein, über HTTP erfolgen. Und alles in der Mitte ist einfach nur Merkle Doc. Wir können unsere DNS-Alternative einbauen. Namepoint könnt ihr nutzen, um das Name für das Benennen benutzen und dann könnt ihr alles da drauf setzen. Das IPFS-Project ist sehr offen, wir sind Open Source, alles ist draußen, wir haben viele Leute, die uns dabei helfen. Das ist eine Grafik von allen Leuten, die uns bei dem Projekt helfen und es ist schön, dass wir so viele Leute hier haben. Wir haben all diese Applikationen, die Leute bisher gebaut haben. Das ist nur eine kleine Liste von dem, was wir bisher hier zusammengestellt haben. Wirklich tolle Sachen sind dabei. Das ist, wo das Ganze herkommt. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, es gibt um 2:25 in Halle 13 einen Talk darüber, wo das Ganze mal vorgestellt wird. Das ist alles, was ich hier an Zeit habe. Vielen Dank. Thanks a lot. Du willst wahrscheinlich deinen USB-Flash-Drive zurück, oder? Kannst ja danach kommen. Open Source and the right side of the brain. Open Source und die rechte Gehirnhälfte. Also wir werden jetzt ein bisschen uns über freie und Open Source Software unterhalten. Und wie sie mit der rechten Gehirnhälfte interagiert. Und vor allem, wie die Leute, deren rechte Gehirnhälfte besonders arbeitet, wie die mit den Entwicklern zusammenarbeiten können. Also hierbei könnte es sich auch um einen Autor oder einen Musiker handeln. Jemand, der eine Medienkampagne plant. Oder es geht hier um jegliche Skills. Um jegliche Fähigkeiten. Also ist. Aber diese Sachen sind zusammen verbunden und sie sind in ganz interessanten Wegen miteinander verbunden. Bilder sind sehr mächtig. Ich habe ein Stück geschrieben, ein Artikel geschrieben, wie es eine Analogie gibt zu präkompiliertem Code. Ich zeige euch ein Beispiel, wie der Gehirnprozess wirklich sehr ähnlich ist zu dem zugeschriebenen Code, was ihr hier vielleicht auch auf diesem Slide seht. Wenn ihr wie ich drauf seid, dann merkt ihr natürlich, dass der Text viel länger braucht, verarbeitet zu werden als die Bilder. Es ist ein ganz anderes System. Wir haben Schrift erst seit 5.000, 6.000 Jahren. Als Spezies, als Organismen haben wir visuelle Daten seit sehr, sehr vielen Millionen Jahren verarbeitet. Also das arbeitet ganz anders mit uns. Wir sind da ganz anders drauf eingestellt. Das ist sehr machtbild. Es kann auch sehr gefährlich sein. Es kann sehr nützlich sein, wenn ihr es Software schreibt, die die Welt verändert. Ich habe hier einige Kernthesen. Usability und Design haben einen eigenen Wert in FOSS, in freier Software. Es gibt ganz viel Mist-Software und ganz viele sind natürlich in Terms of Usability hinter der kommerziellen Software hinterher. Ich habe einen wunderbaren Talk hier gesehen, wie Programmierer die Basics von guter User Interface lernen können. Und ihr solltet wirklich Professionelle und Leute, die Erfahrung haben mit dem grafischen Teil. Und ich würde euch wirklich empfehlen, genau diesen Weg zu gehen.
Es ist ein ganz anderes Verständnis, ganz andere Fähigkeiten, die hier benötigt werden. Und meine Vermutung ist, dass die Leute, jeder will sein Projekt das Beste ist. Also ihr braucht diese Skills. Es gibt einfach verschiedene Kulturen, aber wir haben natürlich auch viele kulturelle Übereinstimmungen. Es gibt Grenzen, die wir zu überschreiten haben. Eine der Grenzen ist, dass wir Repositories von GitHub sind nicht gemacht worden, über GitHub kann man nur Code nachvollziehen, aber nicht andere Formen. Resource Base ist ein Tool, das sich viel besser eignen lässt, um hier Fortschritte zu verfolgen. Aber es ist nicht einfach, das Ganze zu integrieren. Vielleicht gibt es aber noch bessere Möglichkeiten, das hier irgendwie zu inkorporieren. Verschiedene Kulturen haben was zu sagen. Der größte Wandel muss wirklich sein, wie man Designer und Programmierer zusammenbringen kann und einfach Erfolgsgeschichten haben sollte. Und eine wichtige Sicht, Signal, dass es wirklich hoch wichtig ist, wirklich sehr wichtig. Man kann es einfach installieren in ein paar Minuten. Es hat ganz tolle Reviews gekriegt, tolle Tests. Es gibt es mittlerweile für alle Open Mobile Systems, für Mobile Systems und auch für den Desktop. Es ist sehr bedeutend in der Encryption, in der Verschlüsselungs-Community. Wenn ihr euch ihre anguckt, wer in den Credits ist, Designer sind ganz oben. Genauso gibt es kleinere Projekte, LFME. Und ich werde jetzt nur schließen. Ihr solltet euch wirklich auf Folgendes konzentrieren. Findet ein Design und versucht, die gleiche Sprache zu sprechen. Ihr könnt mich kontaktieren at artmeetcode.org. Vielen Dank. Thank you. Ja, herzlichen Dank. So I have to close a few windows. Ja, jetzt muss ich erstmal ein paar Fenster zumachen. Next one is find it. Beim nächsten geht es um Find It. Yeah, hi, my name is Georg. Ja, hallo, mein Name ist Georg. Ich will euch über Find It erzählen. Das hieß früher Sercilo, falls ihr aber schon mal was von gehört habt. Was ist das? Das ist eine manuelle Meta-Suchmaschine. Ihr könnt eine Webseite, ihr könnt eine Browser-Erweiterung benutzen oder eine Android-Applikation und da kriegt ihr dann ein Eingabefeld und da könnt ihr Suchanfragen mit Suchanfragen einstellen, spezielle. Also wenn ihr DB Berlin Hamburg eintippt, dann kriegt ihr die DB-Webseite mit dem nächsten Zug von Berlin nach Hamburg. Und wenn ihr Tell Meyer DD eintippt, dann werdet ihr auf das Telefonbuch.de weitergeleitet und da seht ihr dann also eine Liste mit Leuten, die Meyer in Dresden heißen. Und wenn ihr PHP Strlen eintippt, dann werdet ihr auf die PHP-Dokumentation von Strlen weitergeleitet. Also wie funktioniert das? Da gibt es einen Parser, der nimmt diesen Query auseinander, diese Suchanfrage. Also da findet man dann raus, okay, das Keyword in dem Fall ist Tell, das hat zwei Argumente, da guckt er in die Datenbank, da kriegt er eine URL raus. Da packt er dann die Suchargumente mit in die Platzhalter und manche sind speziell, also Ort zum Beispiel hat den Typ City. Für Cities haben wir also eine Tabelle für jedes Land, sodass DD ersetzt wird mit Dresden und Dresden wird dann letztendlich in die URL eingepackt. Und die wird dann weitergeleitet. Also das ist nicht die gesamte Geschichte, sondern wir haben auch noch ein paar Probleme, wenn verschiedene Keywords, zum Beispiel, wenn wir Bonjour eintippen wollen, FR Bonjour, dann wollen wir also offensichtlich Bonjour übersetzen. Aber wohin? Nach Deutsch, nach Schwedisch, was auch immer. W, Berlin, wir wollen den Wikipedia-Artikel. Welche Wikipedia? Englisch, Deutsch? A steht für Amazon, welches? Britisches, deutsches? Und da gibt es eben unsere Lösung, die heißt Namespaces. Also wir sagen, okay, wir leben in Deutschland, also wollen wir nur Shortcuts haben, die irgendwie von dieser Sprache und diesem Land herkommen. Und alle Shortcuts haben auch spezielle Namespaces und die kann man dann mit verschiedenen Einstellungen kontrollieren. Und registrierte Nutzer kriegen ihre eigenen Namespaces, also dann könnt ihr einfach eure Namespaces und andere Einstellungen vornehmen und andere Nutzer können euch folgen und dann eure Namespaces benutzen. Also wenn ihr eine Firma habt, dann können eure Kollegen denselben Namespace benutzen, um dieselben Einstellungen für dieselbe Firma zu kriegen. Und die sind versionskontrolliert, also wir können auch zurückgehen zu alten Versionen und wie bei Wikipedia auch. Es gibt 5000 verschiedene, ihr braucht euch die nicht alle merken. Ihr könnt zum Beispiel auch hier Autovervollständigung, während ihr anfangt zu tippen
Und die könnt also nicht nur nach den Keywords suchen, sondern hier auch eben über den Titel. Das sind also alle, die mit Deutsche Bahn anfangen. Und es gibt eine API, also wenn ihr zum Beispiel nicht alle eure Suchanfragen an einen fremden Server weitergeben wollt, dann könnt ihr euren eigenen Parser bauen, könnt die API benutzen und sagen, ah, okay, dieses Keyword heißt Tell und das Argument und so weiter. Und dann kriegt ihr so ein JSON-Feld und dann könnt ihr das einfach selber machen. Es ist freie Software, freie Daten. Also es gibt diese Shortcuts sind unter Creative Commons Lizenz. Der Code ist Afero-GPL und ihr könnt mir auf Twitter folgen unter findfindit, findfind.it. Und also wenn ihr gut seid, Apps zu bauen für verschiedene mobile Plattformen, dann wäre es schön, wenn ihr mich mit mir Kontakt aufnimmt. Danke. Ja, lieben Dank. Okay, der nächste Talk, Hackbases und Nomadentum. Hackbases und Nomadentum. Hallo Kongress. Ich werde über Hackbases und und Nomadentum spielen. Hacker-Nomaden sind lebende... Es gibt ein Muster... dass Hacker in Hackerspaces spielen schlafen sollte. Aber wenn ihr einen erweiterten Space habt, dann kann es tatsächlich funktionieren, wenn ihr einen anderen Raum habt dafür. Ich habe das hier in den Kanarischen Inseln gesehen. Da habe ich das gemacht. Und der andere Teil meines Talks ist Technologie. Also ihr könntet dann euch von Hackbase zu Hackbase bewegen und das Ganze könnte dann einen neuen Lebensstil hervorbringen. Also die Hackbase ist, wo ich lebe, in den Kanarischen Inseln, spanische Inseln, also eine spanische Kolonie. Es gibt 100 Vulkane, es sieht ein bisschen aus wie Mars oder der Mond. Es ist wirklich toll, da zu leben und dort zu hacken. Es gibt eine lange Erklärung, was hier passiert. Wenn ihr euch den unteren Teil anguckt, ihr seht hier, dass wirklich diese Selbstversorgung, das kritische Theorie, Architekten oder Architektur, das ist ein Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Die ganze Idee dahinter ist, alles von neu aufzubauen. So sieht es aus. Das sind einige relativ neue Bilder. Vor einigen Jahren war es einfach ein normales Haus, aber das Haus wurde zu klein und jetzt gibt es 17, zum Teil über 17 Leute, die das Haus bewohnten, vor allem jetzt vor Weihnachten. Das Haus hatte nur ein oder zwei Schlafzimmer. Das war ein bisschen zu verrückt und wir haben gesagt, okay, lass nicht weiteres mieten, sondern wir kaufen einfach Land in der Wüste und wir bauen es da selbst. Das sind einige unserer ersten Experimente hier. Das ist ein bisschen über das Hackbase Project. Also über Hacker-Nomadentum. Über 3 bis 4 Monate lebst du da, was mache ich wild hier? Oder der Kongressende, wo gehe ich jetzt, was will ich jetzt in meinem Leben machen? Der Totalism.org-Kalender ist ein Versuch, einen systematischen Überblick zu geben, was alles passiert in der europäischen Hacker-Szene. Das ist einfach eine kurze Liste von Veranstaltungen. Natürlich gibt es da viele. Das ist natürlich auch hier frei editierbar. Also ihr seid eingeladen, hier auch dran euch zu beteiligen. Das ist natürlich fortlaufen und ich will euch auffordern, und an mehr dieser Events teilzunehmen. Also, wenn ihr diesen Kongress verlasst, könnt ihr ein bisschen drüber nachdenken. Der systematische Teil ist eine Sammlung von Karten. Ich war in den letzten 4 bis 5 Jahren bin ich viel herumgezogen. Und ich habe wirklich einige sehr gute Karten zusammengetragen von verschiedenen Städten. Das ist zum Beispiel Berlin hier. Sorry, dass es hier auf Google Maps ist. Ich werde das natürlich auch für OpenStreetMap hier machen. Das war aber einfacher hier, das einfach mit Google zu machen.
Das ist das Hackerbases.org Definition von Hackerspaces. Also es gibt verschiedene, es gibt die offizielle Beschreibung. Es gibt zwei in Indien, es gibt Calafar in Barcelona, es gibt also wirklich verschiedene dieser Räume, die es gibt. Ihr solltet ja wirklich die einfach mal auschecken. Soweit. Und das ist der dritte systematische Untersuchung, die ich hier vornehme. Es ist nicht nur über Hackbases, sondern wenn ihr euch den Talk gestern angeguckt habt, 10 Jahre nachdem wir den Krieg verloren haben, 10 Years After We Lost the War, und es war wirklich eine Aufforderung, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also ich habe mir auch angeguckt, ich habe mir verschiedene Hackerspaces angeguckt. Das ist unser Plan, wie wir mehr Land kaufen wollen. Und wenn ihr also mit Hackern und Lizards, also Eidechsen, zusammenleben wollt, kontaktiert mich. So, das nächste ist Impact. Das gab es auch in der ersten Session und das fällt aus Gründen. Und jetzt kommt. This is bright. Wikipedia. Okay, Wikidaten sind nicht maschinenlesbar und das ist irgendwie doof, aber würdest du nicht wünschen, dass dein Bot oder was auch immer du erzeugst, dass das auch Wikipedia-Daten ganz einfach verwenden könnte? Und vor 3 Jahren kam es Wikidata und wie auch von der Wikimedia Foundation, auch wie Wikipedia. Und ich nenne das die Enzyklopädie von Bots für Bots, aber eigentlich ist das die Wissensbasis, die jeder editieren kann. Und ja, das ist aber beides eigentlich richtig. Und die Idee ist natürlich, wir wollen irgendwas haben wie Wikipedia, aber für strukturierte Daten. Und es zu ermöglichen, ja, vielleicht kennt ihr Infobox, die Infobox auf der Wikipedia, und die sehen in verschiedenen Sprachen verschieden aus. Und manchmal haben die auch mehr Informationen in einer Sprache oder andere Informationen in verschiedenen Sprachen. Und wenn ihr euch das immer mal jemals angeguckt habt, wie der Source Code davon aussieht, und das wird als mit einem komplexen Template mit Ausschlüssen implementiert, und das ist einfach fies, das zu parsen. Und es gibt ganz unterschiedliche, verschiedene Informationen. Und zum Beispiel die Sonne oder chemische Elemente, das ist alles ganz verschieden. Und die Idee hinter Wikidata ist eben, alle diese Informationen beizubehalten in einem zentralen Platz und das benutzbar zu machen, natürlich für die Wikipedia-Artikel, und aber wo immer du auch die Daten brauchst. Und ein wichtiger Punkt ist, Leute stimmen nicht immer überein. Und manchmal an scheinbar einfachen Fragen, zum Beispiel, wie groß ist ein Land, das ist auch eine politische Frage, weil die Grenzen nicht immer deutlich sind. Und Wikipedia sammelt Fakten und sammelt Aussagen. Und er sammelt vor allem Aussagen, wer hat was über was gesagt. Und das erzeugt ein komplexeres Datenmodell. Und es macht es etwas schwieriger abzufragen, aber es gibt eine höhere Informationstiefe. Und es sagt nicht nur, okay, das ist die Anzahl der Leute in dieser Stadt, sondern es enthält auch Informationen, woher diese Zahl kommt und von wem. Und man kann viele verschiedene Aussagen haben über dasselbe Thema. Und wir geben euch auch, es gibt hier diese Möglichkeit, zum Beispiel alle Bücher von Hemingway zu finden mit diesem Tool. Und man kann auch, solche Listen kann man überall finden, aber
zum Beispiel herauszufinden, woran die meisten US-Präsidenten gestorben sind oder etwas Ähnliches, dann kann man auch sowas einfach fragen. Und ja, und ich habe immer noch ein Problem mit Sparkle. Aber und es gibt eine weitere einfachere JSON-basierte API. Und in dem Fall muss man schon wissen, wonach man sucht. Und wenn man schon etwas weiß über das, worüber man Informationen sucht, dann kann man diese einfache API benutzen. Zum Beispiel, wenn man schon den Namen irgendwovon hat und will ihn in 50 verschiedenen Sprachen wissen, dann kann man das hiermit anfordern. Und heute Nachmittag ist um 16 Uhr in Halle 13 ein Workshop und da werde ich etwas weitergehende Informationen euch erzählen und die Möglichkeit geben, damit zu experimentieren und es wird Möglichkeiten, das Datenmodell zu diskutieren geben und weitere Anwendungen hierfür. Ja, das war's. Vielen Dank. Next talk is going to be genesis.re in widescreen. Ja, jetzt geht's um genesis.re. Das ist wieder ein Breitbild. One, two, three, one, two, three. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, danke, dass ihr das Projekt, dass ich das Projekt vorstellen darf. Das heißt genesis.re. Viele Leute fragen, was soll das .re? Was ist das überhaupt für eine Domain-Erweiterung? Das ist das französische Territorium in indischen Madagaskar, im Indischen Ozean. Also das kannst du selber machen, da kannst du einen Clicker benutzen. Also wenn ich die ganze Arbeit sehe, die man hier bei diesem Kongress erledigt, dann weiß ich, dass viel von dieser Arbeit einfach auch verschwendet ist. Wir machen so viel Aufwand, Infrastruktur herzurichten und Sachen auszuleihen und Systeme herzustellen, die wir dann vor Ort haben für 4 Tage Kongress. Und dann ist es einfach wieder weg. Also wir müssen aufräumen, wir müssen abbauen. Und ich fände es schön, wenn wir permanente Möglichkeiten hätten, also Orte, wo wir leben können, damit wir diesen Lifestyle jeden Tag und jeden einzelnen Tag, also es ist aktuell nicht dauerhaft, weil wir haben nicht genug Schlaf, wir haben nicht genug Nahrungsmittel, wir wissen, das ist nur 4 Tage. Wir bringen unsere Körper hier wirklich bis an die Grenze, aber wenn wir das systematisch angehen, dann haben wir diese echte, also wenn wir Schlafen als Hacking Area haben und eine Landwirtschafts-Hacking Area, also worum es geht, ist tatsächlich Establishment herzustellen. Das ist eine Google-Suche nach Stadt in Spanien zu verkaufen und viele Orte in Spanien und Portugal sind tatsächlich verlassen, denn viele Bauern gehen in die Städte und dann sind die ganzen Orte verlassen. Das ist einer von diesen Artikeln. Also für 50.000 Pfund kriegt man in London gerade mal eine Garage. Das ist so teuer ist das. Aber dafür kann man in Spanien eine ganze Stadt kaufen. Und das bin ich. Das ist mein letzter Tag im Büro. Ich war IT. Also ich habe zu viel Geld verdient. Ich habe wirklich viel zu viel Geld verdient. Also viel zu viel Geld verdienen in meinem Job. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss ich jetzt aufhören. Und also die Menge an Geld, die da drin ist, das ist einfach unglaublich viel. Und ich glaube, dass Geld eigentlich was ist, was kostenlos ist. Das sind also hier für 3,5% Zinsen kriegt man hier einen Kredit. Das ist also fast gar nichts. Also aktuell baue ich einfach Systeme und also ich möchte beliebig viel Geld erzeugen. Wenn ich 200.000 Euro habe, dann kann ich zum Beispiel Geld waschen oder Antiterrormaßnahmen. Also einfach Firmen aufmachen, Strukturen aufbauen, das alles zusammenzubauen. Und einer meiner Mentoren sagt, Unternehmen und Unternehmertum, das sind die schnellsten Methoden, um Änderungen herzuführen.
Ich werde euch jetzt kurz Zeit geben, hier von Andy Warhol ein Zitat zu lesen. Also hier steht, dass es faszinierend ist, gut zu sein bei Unternehmertum. Das ist eine Art Kunst. Und wir können lernen, wie wir in Syrien zum Beispiel Lebensmittel erzeugen können. Wir können Hydroponik machen, wir können saubere Energie erzeugen. Das ist mein Beitrag, um hier den Planeten zu retten. Ich werde noch ein bisschen was über Syrien sagen. Denn zum Beispiel hat ja Klimaänderung, hat ja was... Also es gibt Leute, die aufgrund des Klimas flüchtigen und sie schätzen, bei Wikipedia stehen 250 Millionen weltweit wird es da geben. Und das ist das Projekt, also genesis.re. Genesis heißt Quelle, Anfang, Ursprung, das ist das erste Kapitel in der Bibel. Und ob ihr es wollt oder nicht, die Bibel hat einen großen Einfluss auf westliche Kultur. Und ich möchte wirklich was Neues erschaffen. Eine neue Stadt, eine komplette Stadt. Ich möchte den Chaos-Lifestyle den ganzen Tag, jeden Tag, und zwar auf eine Art und Weise, die auch nachhaltig ist. Encrypted walkie-talkie. Ja, encrypted, verschlüsselte Kommunikation mit Funkgeräten ist der nächste. Das kommt jetzt. Hello everyone. Hallo. Ich präsentiere das Projekt, das wir mit 5 Leuten zusammen machen. Wir haben ein Startup und wir machen das, weil wir glauben, das ist notwendig. Und wir machen das mit unseren eigenen Mitteln. Und wir wollen verschlüsselte Funkgeräte entwickeln. Und es gibt 2 Ziele. Zuerst wollen wir ein Gerät möglichst einfach herstellen mit Open Source Software und Open Source Hardware. Und das wäre das genaue Gegenteil von aktuellen Handys. Und wir wollen starke Verschlüsselung, zuverlässige Verschlüsselung. Und was ist hier das Ziel und der Zweck von so einem Gerät? Wir wollen es möglich machen, für Leute in Echtzeit auf sichere Art zu kommunizieren. Und wir wollen kommunizieren, ohne dass wir externe Infrastruktur brauchen, wie zum Beispiel ein Mobilfunknetzwerk. Und wir wollen auch Funkgeräte bauen, die keine Bestätigungen übertragen, sodass ein Empfänger nicht lokalisiert werden kann. Und zuletzt auch noch finden wir, dass das interessant ist, weil es so ein Gerät bisher auf dem Markt für die zivile Bevölkerung noch nicht gibt. Und wie sieht unser Projekt aus? Um starke Verschlüsselung zu benutzen, brauchen wir natürlich digitale Funkgeräte. Und wir wollen ein einfaches Push-to-Talk machen. Und wir wollen, dass mehrere Leute gleichzeitig sich unterhalten können, wie bei analogen Funkgeräten. Und deswegen wird es Kanäle geben, sodass alle auf demselben Kanal senden und empfangen können. Und wir haben auch überlegt, eine Textnachrichtenfunktion zu implementieren, so wie SMS, aber wir haben das bisher noch nicht gemacht. Und wir haben uns entschieden, nicht ZRTP oder asymmetrische Verschlüsselung zu benutzen. Warum? Weil ZRTP Diffie-Hellman benutzt und da können sich immer nur 2 Leute unterhalten und das widerspricht unseren Zielen. Und für asymmetrische Verschlüsselung, das braucht eine lange und komplexe Schlüsselaustauschprozedur und das ist unpraktisch für Funkgeräte. Hier ist das Modell, was die Basis darstellt für unsere Prototypen. Es gibt 3 wichtige Dinge hier. Für die Verschlüsselung, das Encoding der Voice, der Stimme benutzen wir Codec 2, das ist Open Source, Low Bitrate und für Stimmen optimiert. Und die Verschlüsselung geht mit SHA-20 und Poly 1305. Und es gibt dafür ein RFC. Für die Funkübertragung benutzen wir eine digitale Signalmodulation, nämlich GMSK. Aber vielleicht benutzen wir auch etwas anderes, was so ähnlich ist. Das Diagramm ist für
senden und empfangen genau das Gleiche, aber wir gehen da hier nicht genau im Detail drauf ein, aber wir benutzen einen Nonce für SHA-SHA 20 und wir haben hier einen funktionierenden Prototypen gebaut, den habe ich hier. Und dieser funktionierende Prototyp benutzt Prototyp SCM-Karten und benutzt ARM Cortex M4-Karte und ein digitales Mikrofon. Wir benutzen einen Sendempfänger für die GSMK-Modulation und für unseren Test haben wir die Polantennen gebaut. Die sehen so aus. Und es funktioniert so bisher ohne Verstärker mit 200 Milliwatt Sendeleistung und in der Stadt haben wir ungefähr einen Reich von 800 Metern und es gibt noch viel zu tun, insbesondere die Signalverstärkung, ohne hier weiter auf Details einzugehen. Und wenn es um die Anwendungen geht, warum sollte man Telefone und E-Mails verschlüsseln, aber andere Sachen nicht? Und naja, für alle anderen Sachen könnt ihr euch selber ein Bild machen. Und wenn jemand mit uns vielleicht will jemand Kontakt mit uns aufnehmen über ein verschlüsseltes Funkgerät? Ja? Okay, das gab hier ein Problem mit der Tonverbindung. Aber ihr könnt eine E-Mail schreiben oder am Ende hiervon mit uns sprechen oder wenn jemand Lust hat, daran mitzuarbeiten. Vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit dem jährlichen Bericht der Food Hacking Base. Okay. Hello, ja, hallo, hallo zusammen. Hallo, hallo. Ich heiße Franje und ich wollte erzählen, was wir gemacht haben und was wir dieses Jahr auch nicht gemacht haben mit der Food Hacking Base und anderen Leuten. Also, ich fange erstmal mit dem Camp an, denn das war unser großes Event dieses Jahr, 2015. Viele von euch waren da hoffentlich da und haben da hoffentlich auch Spaß gehabt. Wir hatten einen Ort, wo Leute mit Essen, Trinken und Bio-Dingen spielen konnten. Und wir hatten eine ganze Menge Geld über Crowdsourcing und auch Spenden und haben Workshops veranstaltet und hatten auch einige Struktur für zum Beispiel also grundlegende Sachen für Bierbrauen oder Käseerzeugung. Und dann haben wir den Leuten gesagt, ja, den Rest füllt den mal mit euren Sachen auf. Also ihr musstet da nicht dazugehören, ihr könnt einfach vorbeikommen und machen, was ihr wollt. Wir sind eine Umgebung, wo die Leute essen, trinken und Bio-Spaß haben wollen und bei uns mitmachen wollen. Also am Camp, wir hatten ein großes Zelt, wir hatten einen Anhänger, wir hatten Ressourcen, um zu machen, was wir wollten. Und viele von euch können sich das auch angucken und ich hoffe, ihr macht in Zukunft bei uns mit. Und nach dem Camp hatten wir wieder eine Tour gemacht, sind wir durch Europa gereist und sind nach Balkon, zur Balkon gegangen, zu diesem Kongress in Serbien, bei MRCD in Darmstadt und bei vielen anderen Orten und haben Werbung gemacht für die Sachen, die wir tun und haben mit Leuten gesprochen und haben mit dem Essen und den Getränken und anderen Sachen gespielt. Die Tour war großartig und wir hatten viel Spaß dabei. Und beim 32C3, das war jetzt nicht ganz so einfach, denn es war auch nicht so erfolgreich, würde ich sagen, wie in den anderen Jahren, denn in den letzten Jahren, also dieses Mal wurde uns verboten, Essen, Trinken und Bio-Aktivitäten im Kongresszentrum machen. Und da sind wir also ganz anderer Meinung und das würden wir gerne in Zukunft ändern können. Und da, deswegen reden wir mit euch und mit der Orga und suchen nach Wegen, wie wir also was machen können, was wir denken, was hierher gehört. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass es eben keine Gefahr darstellt für den Kongress, aber dass man eben trotzdem in der Lage ist, neue Wege und neue Methoden, neue Horizonte, um in diesen Gebieten hier in der Hacker-Community voranzukommen. Also wir haben das unabhängig gemacht, also nicht hier, denn war eben gedacht als Inkubator, wo man Sachen machen kann. Und das passiert alles in dem Centro Sociale, etwa 2 Kilometer von hier. Und wir danken Ihnen für die Gastfreundschaft.
und wir hatten genug Ressourcen, um da ein bisschen was aufzubauen. Wir mussten natürlich Miete bezahlen und wir laden auch wieder die Leute ein. Die Türen sind offen, alle sind willkommen. Es hängt wieder von Spenden ab, und Leute haben uns auch gespendet. Da waren wir sehr happy, wären wir sehr glücklich. Und auch Leute, die kein Ticket für den Kongress haben, sind natürlich willkommen. Also wir versuchen das wie immer maximal zu öffnen. Wir hatten Workshops zum Bierbrauen, wir hatten verschiedene Aktivitäten, angefangen bei sowas Amulatomat, was es hier auch im Hacker Center zu sehen gibt, aber wurde dann leider gebeten zu gehen. Wir haben Käseverkostungen gemacht und viele andere Sachen, das könnt ihr auf unserem Wiki nachgucken. Also wenn die mal erreichbar sind, die Kongress-Wikis. Und für 2016 haben wir natürlich Pläne. In meinem Fall würde ich ganz gerne hier wieder nach Europa kommen und eine Foodhacking-Base neu gründen. Und wir überlegen uns, wo. Wir sind gerade am Überlegen, vielleicht Deutschland. Und wir würden auch beim 33C3 mitmachen. Und wir hoffen wirklich, dass es innerhalb des Kongresses möglich ist. Und wir werden unser Bestes tun von unserer Seite aus, dass wir da bei der Organisation mithelfen. Und wir respektieren natürlich die Orga und hoffen, dass es da eine Möglichkeit gibt, einen Weg zu finden. Und falls nicht, dann werden wir es wieder unabhängig machen, vielleicht mit anderen Leuten zusammen, mal schauen. Und wir werden machen, was uns eben Spaß macht. Und wir werden die Türen aufmachen und die Leute einladen, das zu machen, was wir machen wollen und was uns zusammenbringt. Und herzlichen Dank für eure Zeit. Danke auch dem Centro Soziale, dass sie uns hier den Platz geben. Und danke auch für dieses großartige Event und herzlichen Dank. Okay. Von chemischer Pflanzen... Von chemischem Pflanzenschutz zu digitalen Pflanzenschutz. Okay, schönen guten Tag. Mein Name ist Walter. Ich bin ein Bienenhüter, ich bin ein Imker. Ich bin ein Vorsitzender einer Imkerorganisation. Was macht ein Imker hier? Ich habe 14 Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Worüber ich reden will, ist, dass wir zurzeit vor allem chemischen Pflanzenschutz anwenden. Das ist das vorherrschende System, das dominant. Happy about that because there is quite a bit of collateral damage, not just the typo in the slide. And one of the reasons is the pesticides used have been getting more and more toxic. We're now, the current generation is about 7,000 times more toxic to bees than DDT. Why is this going on? Because the industry is the chemical industry, and for somebody whose only tool is a hammer, every problem is a nail. Everybody in the industry, in the sector, thinks chemistry is the only way to protect plants. I think there are other industries that made the same mistake 20 years ago. Photography was all wet chemistry, and this is what happened to the company that didn't get the message that this can also be done digitally. So right now there's a big buzz in the farm industry. They've discovered that the digital revolution is happening, but they're essentially busy digitizing the old model. Taking the big tractors, putting GPS on it, essentially they're busy eliminating the farmer. But some people are already working in a different direction. They see that the digital revolution can change the model completely. And there is a paradigm shift that we can use as a model that is already happening. The old model in lawn care is that I cut the lawn every 2 weeks. The lawn is this high, and I need a big tractor, a big lawnmower to get that job done. The new model is I use a robot.
The robot is always there, that's essential. So the problem that the big machine here is solving doesn't even arise in the new model. There are some companies that are already working in this direction, but they come from the traditional farming sector, and what they're building is very expensive, very heavy. And if you build an expensive machine, it needs to work fast to earn its money back. I think there's a different model, and it's not just myself, but there are a whole bunch of people that are already working on this. If the machine is cheap, it can be slow. It doesn't need to be fast to be to earn its money back. It can actually be always on the field, just like the lawn mowing robot does. And that changes a whole bunch of parameters and makes certain problems actually solvable. There are competitions from different universities already, but they look like toy cars driving around in certain fields. We built something different. Can you start the video on here, or is this the PDF file? This is the PDF. I don't have a video, sorry. All right, anyway, we built a prototype in order to get the cost down. We used bicycle technology, electric bicycle technology in hub motors and things like that to build a very low-cost platform to host the intelligence on. Why not drones? Also, the farming magazines are full of stories about using drones, but drones use a whole bunch of energy to stay in the air. Once they discover something, they cannot exert force to do anything about it. So we think we need to take the technology that people are playing with in drones, put it on a stable, low-cost platform, and get rid of chemicals. I think our friends in the food hacking sector want to work with pesticide-free ingredients as well. And so if you are interested in taking this farming revolution in a whole different direction, help with the rover, help with image processing, with actors and sensors, please contact me. There's also more information. Es gibt Probleme mit Sensoren. Also das Haupt-Wiki ist down. Guckt euch einfach den Wiki-Mirror an. Da könnt ihr uns kontaktieren. Vielen Dank. Just a question, is the video online? So the video can be seen using the Wiki link. Also das Video gibt's auf dem Wiki link. Und der letzte Vortrag, nicht nur in China hergestellt, not just made in China. Hier muss ich jetzt den Browser für starten. I have to move it over. Und auf den Beamer schieben. So it should work now. I think it's so, jetzt sollte es gehen. Vollbild, gut. Danke. Hallo. Ich bin Chris Ellis und ihr könnt mit dieser Präsentation rumspielen und ich möchte mich gern vorstellen. Ich bin ein Online-Blogger und Journalist und interessiere mich für Open Source und vor einiger Zeit fand ich das ganz schwierig, Geld zu kriegen dafür und ich habe festgestellt, dass es, wenn es ein Problem gibt, dann bist du das Problem und ich musste das Problem selbst lösen. Und früher hatte ich zum Glück einen Vater, der mir gezeigt hat, wie man Assembler programmiert, überhaupt wie man programmiert. Und deswegen, und ich kenne mich nicht so gut aus mit den High-Level-Programmiersprachen. Und ich habe mit einem Freund mich zusammengetan und ein Free- und Open-Source-Projekt gemacht. Und das läuft in Chrome und es erkennt automatisch Bitcoin-Adressen auf Webseiten und man braucht keine Malware installieren, kein JavaScript installieren, dass das erkennt sonst, und dann alle deine Daten absaugt. Und sowas gibt es hier nicht. Und man braucht nur als Künstler nur eine Bitcoin-Adresse. Und so gewinnt man im Internet. Man installiert ProTip und einen Adblocker und geht über Tor und blockiert die Anzeigen und bezahlt den Künstler direkt über Bitcoin. Das einfach nur Peer-to-Peer, einfach nur für ein 10% oder so. Und eine Werbung ist nur eine Empfehlung von jemandem, dem du gar nicht vertraust. Und früher
funktionierte Anzeigen, weil es weil die dafür viel bezahlt mussten, weil es auf einem teuren Fernsehsender lief. Und mit Google ist das jetzt so billig, dass man denen nicht mehr vertrauen kann. Und dann gibt es zum Beispiel populäre Webseiten wie XKCD und das findet auch da den Bitcoin-Link, obwohl das eigentlich nur der Mailheader ist. Und das funktioniert über ein dezentralisiertes System und darüber hat jemand vorher drüber gesprochen und es geht über das IPFS-Netzwerk, worüber schon jemand anders gesprochen hat. Und hier gibt es in Halle 4 unten darüber. Also hier ist einfach der harte Arbeit. Ich bin ein Aktivist und ich weiß, was Code ist, aber ich bin eigentlich kein Programmierer. Und das ist Leah Campbell und macht neue Projekte daraus, forkt die, bevor Silicon Valley das übernimmt. Und ja, Entwickler sind auch Künstler und ich wollte was machen. Dieses einfache Freenode-Gerät und es ist ein Node, da gibt es eine Batterie, so eine kleine, wie man die für die E-Zigaretten hat. Und ja, also, okay, jetzt bootet es und es synchronisiert sich hier mit dem Wi-Fi. Ich habe das gerade konfiguriert, bevor ich hier raufgekommen bin. Und es verteilt jetzt Bitcoins. Und es geht über GNU-PG und OpenVPN und man kann auch in Cash bezahlen oder anonym über Bitcoin. Und wenn man ein Journalist ist, zum Beispiel in Venezuela, und zum Beispiel, wenn es da Zensur gibt, dann muss man sich da gar nicht mehr drum kümmern. Man kann es einfach veröffentlichen. Und ich würde gerne Secure Drop hier noch drauf haben, aber ich weiß nicht wie. Und wenn jemand weiß, wie das geht, da ist mein Twitter-Account, dann kommt bitte auf mich zu und erklärt mir, wie das geht. Aber ich möchte gerne bis 2016 will ich 500 davon haben, egal was es für mich bedeutet. Ich brauche nicht viel Geld, ich lebe ganz sparsam und ich habe schon 20 davon gemacht und es wurde live übertragen und ihr könnt, da gibt es die Links dazu und ich dokumentiere alles, was ich mache gleichzeitig und es gibt den Livestream auf Google, leider auf Google, ja, aber okay, so ist die Realität und ich zeige Leuten, was ich mache und wie ich das mache und ich auch die Fehler, die ich mache, sind im Livestream. Alles ist live. Und das ist im Moment die Verteilung von den Bitcoin. Und es ist sehr zentralisiert. Und dieses Projekt ist einfach, den Leuten die Erlaubnis zu geben, sich zu verbinden, egal wo sie auf der Welt sind. Und man kann nicht nur dieses kaufen, man kann es auch selber. Das ist CC0-Lizenz, Creative Commons Zero. Und wir haben jetzt schon 7 Leute, die diese Knoten hier haben. Und ich kann dir nicht alle zeigen, aus offensichtlichen Gründen in Indien oder in Venezuela. Und ich kann deren Identität nicht zeigen, aber ich sende ihnen das und dann können sie wirklich ehrlich darüber berichten, was in ihren Ländern passiert. Also klickt einfach auf das Video, das wäre super. Und ja, und so kommt man dahin und da geht es lang und da und da und dann seid ihr da. Vielen Dank. Thank you very much. So, this concludes. So, das ist das Ende der Lightning Talks von diesem Kongress. Und ich glaube, wir haben ganz viele interessante Sachen gesehen, viele tolle Leute. Und ich glaube, wir hatten insgesamt 60 Vortragende. Und einen großen Applaus bitte für alle, die hier einen Lightning Talk gehalten haben.